Was? Was ist gerade passiert? Nevermind, ich glaube, ich brauche es nicht benutzen. So langsam, aber sicher ist das ein wenig überfordernd, worauf man alles achten muss. Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Lobotomy Corporation. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Wir haben ja letzte Mal zwei LF Abnormalities oder vermeintliche LF Abnormalities in unser Team geholt. Aufgrund der Kosten gehe ich davon aus, dass sie LF Abnormalities sind. Und ja, wir haben einiges über sie gelernt und sie sind eigentlich sogar relativ umgänglich. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt wieder zwei neue Abnormalities. Eine anscheinend WAW-Stufe Abnormality, über die wir noch überhaupt nichts wissen. Und eine benutzbare, ja, die wir insgesamt 10-mal benutzen müssen, um alles über sie herauszufinden. Ja. Und wenn wir heute sogar einen sehr guten Tag haben und sehr viel über die neuen Abnormalities herausfinden, wie wir mit denen umgehen, könnte ich mir vorstellen, dass wir am nächsten Tag nochmal eine Core Suppression angehen können, weil ich glaube, wir haben jetzt raus, wie wir, sag ich mal, mit den Abnormalities hier umgehen und wie wir eventuell einen Tag beenden, ohne dass es zu Problemen kommt. Und dementsprechend können wir dann die Core Suppression angehen. Aber das schauen wir mal, wenn es soweit ist. First of all müssen wir neue Mitarbeiter einstellen, da ja einige gestorben sind beim letzten Mal. Was eventuell auch ein wenig gegen, ja, dagegen spricht, dass wir was an Neues machen. Wir brauchen auf jeden Fall eine neue Pansy, die gestorben ist. Das würde uns sehr viele Lore Points kosten, wenn wir die auf ihren alten Stand bringen. Aber ich glaube, Justice Level reicht auf Level 2, Temperance reicht wahrscheinlich auf Level 4. Dann halten wir das mal ein bisschen in Grenzen. Das ist unser schöner Ende. Ich weiß nicht, wie man diesen Namen aussprechen soll. Enbiduko. Es ist nicht so einfach. Der kommt auf jeden Fall ins Safety Team. Und kümmert sich dann gegebenenfalls auch um unsere schöne Singing Machine hier. Schauen wir mal, was wir ihm dafür Sachen geben können. Was macht die für einen Schaden? Weißen. Also er muss irgendwie gegen Weißen ein bisschen immun sein. Was haben wir denn da für einen schönen Suit? Der von Pansy ist ja leider weg. Ich glaube, so viel Auswahl haben wir da gar nicht. Was den weißen Schaden stark verringert. Das Einzige, was wir wirklich haben, ist 0,8. Selbst bei den besseren. Von daher geben wir ihn einfach mal dem Suit. Können wir ihn nicht geben, weil er da Justice für braucht. Dann bekommt er einfach mal... So kann er die... Achso, ich sollte vielleicht auch... Ja, ich sollte ihn vielleicht auch auswählen. Dann hilft das. Justice ist aber trotzdem nicht Level 3, aber er kann schon so einen schönen Pflanzensuit haben. Wir brauchen einen weiteren Mitarbeiter. Und den machen wir mal am besten. Justice braucht er nicht so hoch, aber die anderen Sachen etwas höher. Und Nox kommt ins Control Team. Und Nox bekommt, keine Ahnung, ist glaube ich auch erstmal egal. Ja, jetzt haben wir ein paar Punkte ausgegeben, aber eigentlich sollten wir auch noch zwei Mitarbeiter hier unten reinstecken. Aber die sollten eventuell aus anderen Teams kommen. Ich weiß nur nicht, wer dafür in Frage kommt. Brook müsste eigentlich Repression leveln. Repression kann man, glaube ich, ganz gut hier unten leveln, oder? Ich meine hier bei unserem Dirigenten. Ja, wobei auf Level 3 ist es noch very low. Das wollen wir auch nicht riskieren. Aber wie sieht es denn bei dem hier aus? Da müssten wir nur drauf achten. Er ist ja bei allem anderen Level 5. Und selber ist er, glaube ich... Ja. Das sollte passen. Dann kann er hier Repression leveln an dem Ding. Gut, dann Brook. Kommst du hier in das Team? Und haben wir irgendjemanden, der noch gegebenenfalls nur Temperance leveln müsste? Weil wie sieht das denn bei unserem Magical Girl aus? Ja gut, Temperance wäre eigentlich Level 5. Aber ich sag mal so, solange es kein schlechtes Ergebnis ist oder solange sie nicht in einem schlechten Mood ist, sollte das eigentlich auch kein Problem sein. Und dafür würde... in Frage kommen. Oder vielleicht sogar Paulinus, weil der das auf Level 1 hat. Wie viele Punkte müssen denn hier mindestens erreicht werden? Mindestens 9 von 22. Sollte eigentlich passen, hoffentlich.
Dann stecken wir mal Paulinus darunter. Und dann brauchen wir aber noch ein Team, einen fürs Safety-Team. Machen wir mal so. Noah. Der kommt aber ins Training-Team. Wie sortieren wir dann vielleicht weiter um? Ja, ich glaube, hier drüben gibt es nichts wirklich, was die leveln können. Im Training-Team wiederum, da weiß ich auch nicht so richtig. Ich glaube, wir können Charlotte mal eher ins Information-Team stecken. Und dann bräuchten wir noch einen fürs Safety-Team. Ist nicht so einfach. Weil das Safety-Team ist auch so, da sind Abnormalities drin, mit denen man nicht leveln kann, die man nur unter Kontrolle bringen muss. Deswegen, weiß ich nicht, ich glaube, Gustafsson könnte darüber. Er könnte nämlich gegebenenfalls mit der Wespe auch noch umgehen. Was macht die nochmal für einen Schaden? Roten. Das heißt, Gustafsson sollte auf jeden Fall eine Rüstung haben, die roten Schaden reduziert. Wir haben Noah, den wir auch noch ausrüsten müssen. Gucken wir erstmal bei Gustafsson. Der hat im Moment was. Okay, der hat schon eine gute Rüstung dafür an. Dann brauchen wir jetzt noch Noah. Für Noah brauchen wir eine Waffe. Ich würde sagen, der bekommt auch einfach mal eine Haut drauf Waffe. Und kann dann rüstungstechnisch vielleicht die hier bekommen einfach erstmal. Ja, und dann stellen wir noch jemanden an. Ruby, die auch ins Training-Team kommt. Und Ruby bekommt vielleicht erstmal, ja, vielleicht keine, ja, Ruby bekommt auch einfach die Rüstung. Und haben wir noch irgendwas, was interessant sein könnte? Das hier vielleicht, ein bisschen ranged. Gut, dann würde ich mal sagen, Beginn Management, Tag 24. So, und jetzt müssen wir schauen, wie leveln wir die am besten hier unten. Können wir erstmal einen Insight machen. Hier oben können wir einen Instinkt machen. Obwohl, warte mal, die durften nicht Instinkt Level 1 sein, oder? Das war das, warum Samuel letztes Mal gestorben ist, ne? Oh, in welcher Guideline? Ja, with Level 1 Fortitude, okay. Das ist ja kein Problem. Das heißt, hier oben kann Ruby Instinkt machen. Wir müssen schauen, dass der Mörder ausbricht und drei von unseren Leuten tötet. In der Zwischenzeit kann hier unten Paulinus mal ein Attachment ausprobieren. Und hier drüben kann Repression gelevelt werden von Brooke. Beim Orchester wiederum, ich weiß gar nicht, ob wir das Orchester überhaupt bedienen wollen. Ich glaube, das wollen wir uns aufsparen für einen Meltdown. Hier unten haben wir auch zwei neue. Ist das ein Insektenschwarm? Oder sieht einfach aus wie so ein Schatten. Instinkt? Victor, probier einfach mal aus. Und hier drüben, ich habe keine Ahnung, was das ist. Mika, benutzt das einfach mal. Dann brauchen wir noch eine Repression beim Mörder. Irgendwer, der very low Ergebnis hat, zum Beispiel Christopher. Das ist erstmal für den Anfang und dann müssen wir erstmal gucken. Instinct scheint hier ganz gut zu laufen. Mika, was ist mit dir passiert? Du hast es benutzt, aber haben wir hier schon eine Guideline? Ich weiß nicht, ob wir das durchlesen. Ja, wir lesen es mal durch. Ich glaube, ich war am Anfang ja immer so, am Ende des Tages durchlesen, aber ich glaube, es ist sinniger, das auch am Anfang durchzulesen, falls da irgendwas Interessantes drinsteht. The booking clerk, who remains dauntingly quiet, sells tickets for a train with no final destination. There are no clocks to alert the arrival times. Instead, there are some blinking lights. Every 30 seconds, the lights of the ticket booth will illuminate one by one. They will brighten up to 4, and when an employee receives a ticket from the clerk, the lights will reset. Okay, das heißt, das Ding muss wahrscheinlich entweder benutzt werden, bevor alle Lichter blinken. Das heißt, einfach alle 2 Minuten. Oder es darf erst benutzt werden, aber ich glaube, das ist eher so eine Abnormality, die man wahrscheinlich zufriedenstellen muss. Also ich gehe mal davon aus, dass man wirklich die sehr häufig benutzen muss. Mika, geh da doch nochmal rein. Wir probieren es einfach aus.
Vielleicht darf auch ein Employee nicht zu viele Tickets haben. Hier war auf jeden Fall ein mittleres Ergebnis bei Instinct, aber lief eigentlich ja nicht schlecht. Und hier oben macht Paulinus eine wunderbare Arbeit beim Magical Girl. Nicht gut genug, als dass er einen Meltdown verhindern könnte, aber gut genug, dass er es überlebt. Und hier drüben ist Brooke auch wunderbar zugange. Warum höre ich kämpfen und schießen und überhaupt? Oh, hier oben. Ach ja. Der Mörder sollte auch ausbrechen. So, wir haben einen Toten. Georgia benutzt auch mal die Maschine hier unten. Ich muss mich auch gerade ein bisschen auf den Mörder konzentrieren. Zwei Tote und ich glaube, das Safety-Team kann sich schon mal so langsam auf dem Weg dahin machen. Ja, jetzt haben wir nämlich drei Tote und du kriegst ein Schutzschild. Sollte es hoffentlich überstehen. Safety-Team ist ja da. War das eine Waffe hier? Ja, das ist, glaube ich, die Kettensäge gewesen. Das klang sehr merkwürdig. Gut, jetzt können wir auf jeden Fall schon mal den ersten Meltdown mitnehmen. So, und hier unten haben wir drei Benutzungen. Das ist The Express Train to Hell. The first and second lights illuminate, your mind clears. The third light illuminates, your mind clears and your wounds close. When a ticket is received with one illuminated light, the employee will slightly recover their HP and SP. The fourth light illuminates, the condition of every employee in every department improves when you hear the train's horn off in the distance. When a ticket is received with two illuminated lights, the employee will significantly recover HP and SP. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass beim... Also, man kriegt ja hier schon Hinweise, erster, zweiter, drittes Licht und viertes Licht. Das Problem ist aber, beim vierten Licht werden wahrscheinlich alle Employees geheilt, aber der Employee, der das Ticket sich abholt, fährt zur Hölle. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das heißt, wenn hier vier Lichter leuchten, wollen wir das auf keinen Fall mehr benutzen. Aber das heißt, eigentlich ist es egal, wie viele Lichter da gerade leuchten, wenn es nicht vier ist, oder beziehungsweise wie häufig ein Employee das benutzt. So verstehe ich das zumindest. Das heißt, wir könnten einfach... Ja, wir sollten vielleicht nicht reingehen, wenn kein Licht am Leuchten ist. Das könnte auch problematisch sein. Aber nichtsdestotrotz können wir das ein paar Mal einfach so benutzen. So, wir haben das nächste schon direkt. When the time comes, the train will chuck down the tracks and sound its mighty horn. There is no doubt that it will plunge through the endless tunnel while boarding the employees who have not taken a step back from the tracks. When a ticket is received with three illuminated lights, all employees within the department will recover HP and SP. Also drei Lichter sind noch wunderbar. Die Frage ist jetzt, was bei vier Lichtern passiert. Dafür müssen wir sie noch zweimal benutzen und dann, naja, noch fünfmal insgesamt, dann wissen wir alles darüber. Also wir können jetzt auf jeden Fall für den restlichen, also bis zum nächsten Clifford-Konto erstmal gucken, dass wir unsere Employees weiterleveln. Und da können wir Ruby erstmal Runden schicken, um ein bisschen Repression zu leveln. Da braucht das auch, aber der kann auch ein bisschen Instinct hier oben leveln. Repression ist generell das, was wir jetzt am lowsten haben. Das liegt aber einfach daran, dass wir da nichts wirklich Gutes zum Leveln haben. Da haben wir nur Teth Level Abnormalities. Wir könnten eventuell The Dooku, oder wie man seinen Namen ausspricht, auch ein bisschen Repression hier oben leveln lassen. Ich glaube, ja, die durften ja nur nicht Level 4 Fortitude sein und mussten mindestens, ja, Level 3 Fortitude und mindestens Level 3 Temperance. Und ansonsten war das egal. Aber das hat er ja, ne? Ja. Das heißt, er könnte hier auch noch ein bisschen Repression leveln. So, wir haben einen Meltdown beim Flash Idol. Da kann Frank sich direkt mal reinstürzen. Bei Santa, da geht schon jemand rein. Und hier auch, das kann Eugene einfach mal machen. Und dann können wir die ganzen Leute nochmal zu ihren Sachen schicken. Es wird gleich Dawn kommen. Paulinus geht zum Magical Girl. Wir müssen den Mörder wieder ausbrechen lassen. Das übernimmt mal wieder Christopher. Oder Anthony. Christopher Anthony ist scheißegal. Hier unten, das war auch Repression, ne? Ja. Das Einzige, wo man wirklich effizient Repression leveln kann, aber bei einer 11-Schwierigkeit ist es auch wunderbar. Die kriegen mehr als genug Punkte. Ja, hier unten ist die Frage, was wir mit dem Ding machen, aber hier müssen wir ja eigentlich auch irgendwie noch Punkte sammeln.
Ich mache einfach noch mal einen Instinkt von Viktor. Das hat ja relativ gut funktioniert. Wenn auch nicht optimal. Kann aber auch Glück gewesen sein. Warum hat sich der jetzt da in die Singing Machine geschmissen? Was habe ich hier übersehen? Warum? War er schon vorher Fortitude Level 4? Habe ich da einfach nur falsch hingeguckt? Oder passiert hier gerade irgendwas, was ich nicht verstehe? Das muss ich im Cutting mir nochmal angucken, ob ich da einfach nur dämlich war? Oder ob das irgendwas anderes war? Nein, ich habe ihn doch... Ich habe doch hundertprozentig ihn so gemacht, dass er Fortitude Level 3 war. Warum war er denn dann Level 4 jetzt, als er da reingegangen ist? Wodurch hat er denn diesen Bonus bekommen? Das ist genau das gleiche ist mit Pansy passiert. Die war nämlich nicht Level 4. Wodurch sollte die Level 4 sein? Ich bin extrem verwirrt. Jetzt muss ich hier oben die Employees aufhalten. Naja, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Toten. Destiny, schnappt ihr sie. Ja, jetzt brauchen wir auf jeden Fall den Mörder niemanden mehr töten lassen. Das heißt, ihr könnt... Safety Team kann sich den Mörder wieder schnappen. Warum bricht jetzt das Orchester aus? Was? Was ist gerade passiert? Es ist gerade richtig viel ausgebrochen, aber warum? Das ist nicht das Orchester. Das ist alles andere, aber nicht das Orchester. Also das Orchester steht dahinter, ich weiß. Ja, rewind with Mother Day. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Auf einmal ist alles gleichzeitig ausgebrochen. Ich weiß aber nicht, warum. So, ich will aber gerne nochmal gucken. Ja, M'Duku hat Level 3. Er ist Level 3 Fortitude. Warum war er auf einmal Level 4? Sekunde mal. War das das Ego-Gift? Weil er kriegt da plus 8 HP. Und das ist gleichzusetzen mit Fortitude. Und dadurch war er dann auf einmal Level 4, weil er das fucking Ego-Gift bekommen hat. Das ist ja wohl mal absoluter Bullshit. Weil das, die Sache ist, ich habe ihn ja, sag ich mal, durch Aufleveln gelevelt, nicht durch irgendwo hinschicken. Das heißt, ich hatte ja keine Kontrolle über sein Ding. Und der, also er hat praktisch eine 4%ige Chance, dass er am Ende des Verfahrens einfach stirbt. Weil er halt Fortitude Level, ja, dadurch ein Level steigt. Oh Mann. Okay, die Singing Machine bedienen wir wohl auch nur noch beim Meltdown. Das ist ja wohl mal absoluter Bullshit. Ansonsten bezüglich dem anderen, das war wahrscheinlich das Ding hier. Wir probieren mal eine Insight. Wir probieren jetzt mal verschiedene Sachen aus. Ich glaube, irgendwas hat das hier gemacht, dass alle ausgebrochen sind. Das ist das Einzige, was ich mir erklären kann, weil ich weiß nicht, was es sonst gewesen sein könnte. Insight scheint hier wunderbar zu laufen bei dem Ding. Viel besser als Instinct. Und das war jetzt auch ein gutes Ergebnis. Das ist sehr gut. Der Mörder bricht auch aus. Das ist auch sehr gut. Dann gucken wir mal eben, dass der ein paar Leute hier tötet und dann schnappen wir uns ihn auch. Nummer 1. Da ist Nummer 2. Und da kommt Nummer 3. Ist ja perfekt. Safety Team, dann schnappt ihn euch doch gleich mal auf direkt. Und du kriegst ein Schutzschild. Safety Team? Oh, ich habe das Information Team losgeschickt. Ja, ist auch egal. Die sollten damit auch klarkommen. Wunderbar. Oh, 4 Lampen leuchten. Ich weiß nicht, ob ich das Ding jetzt benutzen sollte. Aber wir probieren es einfach mal. Wir sind ja noch früher am Anfang. Never mind. Ich glaube, ich brauche es nicht benutzen.
Ich glaube, ich weiß, was letztes Mal passiert ist. Ja, wie vermutet, sollte man diesen Zug niemals auf vier Lampen kommen lassen. Er ist einfach durchgefahren und alles, was er gestriffen hat, hat im Endeffekt einen Clifford-Counter verloren. Oder ist gestorben. Kommt der nochmal? Ne, er fährt nur einmal durch, ne? Diesmal hat es aber auch nur das Big Bird erwischt. Letztes Mal war es ein bisschen schlimmer. Da ist er, glaube ich, hier so quer durchgefahren. So von unten links nach oben rechts. Ja gut. Das Information-Team würde ich gerne behalten. Vor allen Dingen so früh am Anfang. Aber ja, dann stimmt halt meine Vermutung, dass man sich durchgängig um das Ding hier unten rechts kümmern muss. Man darf es niemals auf vier Lampen kommen lassen. Das ist dann High Intensity echt, aber was will man machen? Wahrscheinlich wäre es dann sogar besser, wenn wir Mika einfach hier stehen lassen und die sich durchgängig um das Ding kümmert. Geheilt wird sie dadurch ja eh. Aber dann hat sie nicht so einen weiten Weg dahin. Der Mörder ist schon wieder voll im Gange. Okay, da oben haben wir direkt die drei. Wieder 2 Minuten muss man hier nach dem Ding gucken. Ist schon ein bisschen doof. So, 3 Leute sind gestorben. Kein Problem. Das heißt, wir können hier einfach weiter leveln. Und Mika holt sich immer regelmäßig das Ding hier ab. Punishing Bird war, glaube ich, gerade im Meltdown und ist jetzt ausgebrochen. Aber so instant. Und ja, ansonsten benutzt Christopher einfach mal das Buch. Und hier unten schicken wir Brooke nochmal mit einer Repression rein. Und ansonsten lassen wir schon mal den Mörder wieder ausbrechen. Danach kriegen wir einen schönen Dawn. Da haben wir schon mal ein Opfer und da sind die anderen beiden. Und das Safety-Team kann sich auch schon mal auf den Weg machen. Gut, gut. Und weiter wird gelevelt. Aber irgendwie ist Insight hier auch nicht so gut wie Instinct oder keine Ahnung. Es lief am Anfang zumindest besser und jetzt auf einmal auch nicht mehr. Haben wir denn jetzt hier alles drüber herausgefunden? Nee, noch nicht. Aber schon mal, when a ticket is received with 4 illuminated lights, all employees within the facility will recover HP and SP. Das ist schön. Das Problem ist nur, dann kommt auch ein Zug. Und der bringt Chaos und Verderben. Aber ja, wir können jetzt erstmal The Fruit of Understanding auftauchen lassen. Und dafür schicken wir Oliver einfach mal mit einer Repression hier zu unserem schönen Radiosender. Oh, hier unten ist direkt einer. Ja, Mika kümmert sich aber bitte nicht darum. Dann haben wir hier drüben noch eine. Haben wir überhaupt irgendwo welche, die Employees töten können? Naja, hier haben wir zwar welche, aber ich glaube, das dauert auch zu lange. Wir werden da einfach den Mörder hinschicken. Weil das Problem ist, diese Fruits, die machen, glaube ich, auch irgendwas Schlimmes, wenn die zu lange am Leben sind. Von daher tötet sie einfach. Und ich schaue zumindest mal, ob hier irgendwer stirbt, aber das sieht ehrlich gesagt nicht danach aus. Ja, und das war's auch schon. Gut, dann müssen wir aber den Mörder nochmal ausbrechen lassen. Da der dann für uns die Arbeit übernehmen muss, ein paar Leute umzubringen. Und alle anderen können halt weiter leveln. Der Mörder bricht aus. Dauert, glaube ich, nur ein bisschen, bis der da Opfer findet. Ich weiß auch nicht, wo der hin will. Da hat er schon mal eins. Da ist einer umgekippt. Zwei. Einer braucht er noch. Aber da kommt ja jemand. Und da kann sich gleich das Training-Team drum kümmern. Punishing Bird ist auch wieder abgehauen. Ja, wunderbar. So, Training-Team, schnappt ihn euch. Einfach alle drauf und du hier bekommst ein Schutzschild. So, jetzt müssten wir hier aber die Infos über den Express-Train haben. If 4 lights have illuminated and another brightens to a glow, the train will cross through the facility and cause black damage to all employees who are caught in its path. After it has crossed,
The boost lights will reset. Ah, okay. Also 4 Lights kann man noch machen, aber dann wird ein 5. leuchten und dann kommt der Train. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wir wollen jedes Mal, wenn spätestens 3 Lichter leuchten, es abholen. Okay, wir haben hier unten einen Meltdown, da kann sich Brooke drum kümmern, um Letizia kann sich Asuka kümmern. Und hier kann Frank drauf, hier kann Christopher sich drum kümmern. Das Schaf mit einem Attachment schnappt sich Charlotte. Die Bienenkönigin mit einem Insight könnte sich... Ja, schnappt sich einfach mal Isabel, gehen wir auf Nummer sicher. Zu Open Can of World Cheers geht... Am besten mal Quinn oder Julian. Ach komm, Julian macht das. Und zum Baby hier oben, das müsste Gustafsson übernehmen können. Oder Justin. Gustafsson haben wir irgendwie nicht mehr hier. Der steckt in irgendeinem anderen Team. Dann macht das Justin, aber der sollte das eigentlich auch schaffen. Wobei, der kriegt ein bisschen mehr Schaden. Wie sieht's mit Dia aus? Ist auch nicht besser, aber die hat immerhin ein bisschen mehr Leben. Ja, Dia, dann mach du das mal. Und damit müssten wir, glaube ich, alle abgedeckt haben, so wie es aussieht. Gut. Warum sind jetzt schon wieder so viele ausgebrochen? Was ist passiert? Woran liegt das? Und Frank ist gestorben. Warum? Wo war er denn? Oh, ich habe ihn im Flash Idol vergessen. Fast fertig mit dem Tag. Oder zumindest hatten wir fast alle Energie. Das könnte eventuell auch das passiert, also das gewesen sein, was letztes Mal passiert ist, dass ich ihn im Flash Idol vergessen habe. Ja, so langsam, aber sicher. Ist das ein wenig überfordernd, worauf man alles achten muss? Das absolut schlechteste Ergebnis bei Murder ever. Der ist richtig pissed jetzt. Es ist auch richtig sinnig, wenn das Ding in einen Meltdown geht. Das will man ja sowieso bedienen. Das ist der einzige Vorteil an diesem Ding. Wow, Paulinus, was machst du hier mit dem Magical Girl? Bitte mach mal ein bisschen bessere Arbeit. Da kippt schon mal gleich der erste Clerk um. Uiuiuiuiui. Schnell mal hier rein, Mika. Das war close. Da haut das Punishing Bird wieder ab. Es hat wieder keinen Bock mehr. Und da kommt die Flut. Gleiches Spiel wie gerade. Kein Bock da zu warten, bis irgendwer stirbt. Deswegen schnappen sie sich alle mal direkt. Weil ich glaube, die Flut kann auch den Clifford-Counter runtertreiben und es kann halt sehr gefährlich werden. Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass wir wieder den Mörder ausbrechen lassen müssen. Aber das macht ja nichts. Das läuft ja ganz gut. Punishing Bird ist irgendwie ins Safety-Team geflogen, interessanterweise. Ist sehr angepisst. Warum höre ich hier irgendwen rumschreien? Ist irgendwer der Clerks am Paniken? Und wenn ja, warum? Das ist wieder sein erstes Opfer. Aber die anderen sind irgendwie weiter weg. Wir sollten aber mal Isabel hier oben hinschicken mit einem Attachment. Oder vielleicht sogar im Duku oder Gustafsson? Gustafsson vielleicht. Der kann das ein bisschen leveln. Den Clifford-Counter müssen wir nämlich hochtreiben. Die haben sich genau verpasst. Schlecht. Hier sind nämlich nirgendwo Clerks. Da kommen 2. Jetzt kommen hier oben richtig viele. What the fuck? Da muss ich jetzt mal eben aufpassen, dass die auch wirklich... Also, dass sie sterben. Weil hier sind so viele, die könnten ihn eventuell sogar suppressen. Da sind 2 gleich. Okay, er macht AOE. Das ist interessant, aber das heißt, die anderen beiden hier können Schilde bekommen oder die 3. Da ist noch einer oder 2 stehen ineinander, den sieht man nicht so ganz. Das Training-Team kann sich darum kümmern. Weg mit dir. Nun sind gleich die Obelisken. Das ist sehr gut. Das heißt, da muss ich mir nicht... Also keine Sorgen drum machen, dass da dann welche sterben. Allerdings ist das ja erst beim nächsten Mal. Vorher haben wir jetzt hier den Meltdown. Schon wieder unten bei der Maschine hier. Und außerdem hier, wo Brooke rein kann.
Hier oben das kann Christopher, beim Schaf ist gerade schon wer drin. Hier oben das kann Lia wieder übernehmen. Und hier, ja, das sollte Christopher mal eher übernehmen und das übernimmt dann Anthony. Wobei Anthony hat auch keine Waffe. Whatever. Völlig egal. Und hier oben könnte man ein Attachment machen von Oliver einfach mal. Der Mörder bricht mal wieder aus. Mal sehen, wen er sich diesmal schnappt. Beim Bird hier oben kann Isabel mal eben hin, dass der Cleavers Konter hochgetrieben wird. Das ist schon mal einer. Und dann Safety Team kann sich auch gleich schon auf den Weg machen. Nämlich genau jetzt. Damit hat sich der Mörder auch erledigt und jetzt kommt zum nächsten Meltdown kommen, also was nun sein wird, die Obelisken. Da können wir eigentlich schon mal gucken, dass wir die Leute alle in passende Abteile schicken. Und ich glaube, Isabel sollte nochmal versuchen, das Big Bird ein bisschen zu beruhigen. Weil da könnten einige draufgehen. Wir wollen ja nicht, dass das ausbricht. Ja, das sieht doch jetzt ganz gut aus. Hier unten im Central Command Team müssen wir die Leute noch woanders hinschicken. Mika kann schon mal wieder hier zur Maschine. So, und jetzt müssen wir noch drei Leute irgendwo aufteilen. Machen wir hier erstmal wieder ein Inside von Quinn. Hier oben ein Attachment von Charlotte. Dann hat Punishing Bird nochmal richtig Bock. Und dann als letztes schicken wir hier oben mit einer Repression Oliver hin. Da kommen die Obelisken. Da werden jetzt auf jeden Fall mehr als drei Leute sterben. Einer ist hier unten. Das könnt ihr wieder selber übernehmen. Rook vielleicht nicht. Die kann auch dahin. Das ist eigentlich nicht so wild. Das Big Bird ist tatsächlich ausgebrochen. Das ist Kacke. Safety Team, kümmert euch um das hier vom Training Team. Vom Control Team meine ich. Training Team, das vom Information Team. Information Team, das vom Training Team. Und Control Team, das vom Safety Team. Und das muss schnell gehen und dann müssen wir uns um Big Bird kümmern. So, Control Team, sofort wieder zurück nach Hause. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut, dass wir die Arbeit erledigt haben. Es gehen trotzdem mal alle dann zurück nach Hause. Außer Mika, die hier bleiben muss. Das Big Bird ist aber eigentlich auch kein Problem. Schnappt das, warte mal, wogegen ist das vor allen Dingen empfindlich? Gegen weißen Schaden. Das Safety Team schnappt es euch auf jeden Fall schon mal. Central Command Team kommt zur Unterstützung. Außer Mika, die da bleiben muss. Dann ein Training Team kann auf jeden Fall auch kommen. Ruby vielleicht nicht. Ruby ist nicht ganz so. Ja, wobei eigentlich ist es eh egal. Das Big Bird macht ja nichts. Das macht ja selber überhaupt keinen Schaden. Man muss halt nur gucken, wer diesen Buff abbekommt. Und das ist jetzt einer von euch hier. Ich weiß nicht, ob du es bist. Ja, Punishing Bird, lass das doch sein. Das ist sehr gut, dass man das so klar sieht. Du gehst dann zurück hierhin, Ruby. Soweit du eben kommst, aber ich glaube, bis das Big Bird bei dir ist, wäre es eh schon tot. Ja. Ja gut, das Big Bird ist eigentlich dann auch überhaupt kein Problem. Ich weiß jetzt auch, wie man damit umzugehen hat. Das einzige Problem ist jetzt allerdings, ich weiß nicht, wie viele Clerks wir noch haben. Ich meine, für die Runde bis zu dem nächsten Meltdown ist es egal. Ich muss hier auf die Lampen aufpassen. Mika, geht da mal kurz rein. Die vier Lampen ist perfekt, wurden alle geheilt. Haben wir, haben noch ein paar Clerks. Hier ist einer am Durchdrehen ein bisschen, aber das macht ja nichts. Dann kommt der nächste Meltdown. Scheint in erster Linie hier oben zu sein. Dann haben wir hier mal ein Inside von Isabel. Hier oben eine Repression von Doku. Ich
guck nur noch mal zur Sicherheit nach, aber es ist ja nur... Es ist ja nur ein Employee, ja, der war Level 4, weil er das scheiß Ding bekommen hat, aber wenn das passiert, dann kann ich es auch nicht ändern. Es ist, keine Ahnung. 4% Chance. Ich meine, bei Pansy hätte es früher oder später passieren müssen, aber... Es ist schon ein bisschen lächerlich gewesen, naja. Wir können erstmal gucken, dass wir den Mörder gegebenenfalls ausbrechen lassen. Der ja eh schon in einem Meltdown ist. Da schicken wir dann einfach mal Christopher rein. Eigentlich sind so hohe Meltdowns auch wunderbar, weil sie nichts zum ja, Meltdown-Counter hinzufügen. Das heißt, die kann man auch richtig zum Leveln nutzen. Hier unten muss ich nur unbedingt darauf achten, dass ich Frank da wieder raushole. Meine 20 Sekunden sind ja nicht so lange. Man kann ja jetzt sogar darauf achten, bis, sag ich mal, ein Lichtlein ertönt und dann ein bisschen noch warten. Müsste jetzt eigentlich schon reichen. Der Mörder bricht wieder aus. Ich weiß gar nicht, warum es hier keine Mitteilung mehr gibt. Malkuth macht irgendwie keine Mitteilung mehr, wenn irgendwas passiert. Liegt das an dem Dingsabumster hier? An der Core Suppression? Wo will der Mörder jetzt hin? Okay, da hat er schon mal ein Opfer gefunden. Da ein zweites, da ein drittes. Das ist ja wunderbar. Und die hätten sogar fast suppressed bekommen. Oder sie bekommen es auch suppressed? Das war sehr close. Training Team, Safety Team, schnappt ihn euch mal. Er ist noch one hit. Das heißt, wir können noch ein bisschen weitermachen. Was sehr gut ist. Als nächstes wird Dusk kommen und ich glaube, grünes Dusk, weiß ich nicht, ob ich das bekämpfen möchte. Könnte problematisch werden. Ich weiß zwar jetzt, wie man damit ungefähr umzugehen hat, aber ja, das ist mir ja alles sonst ein bisschen sehr stressig. Das heißt, den Mörder brauchen wir dann auch nicht ausbrechen lassen. Da können wir normale Sachen vollziehen und überhaupt und generell. Er hat schon wieder das Token bekommen, oder? Ja, er hat diese schöne Note hier an der Cheek. Es ist wunderbar, aber das kann ich nicht verhindern. Das ist echt dumm, wenn sie dadurch, sag ich mal, ein Level-Up haben. Das kann Firenze genauso gut passieren. Der hat nämlich auch noch nichts an der Cheek. Der wird auf jeden Fall dann auch Level 4 erreichen damit. Das ist kacke. Das heißt, die müssen auf 61, ne, beziehungsweise auf... 66 ist man noch nicht Level 4. Er hier ist 69, das heißt, auf Level 68 oder 69 wird man Level 4 Fortitude. Das heißt, weil die da plus 8 bekommen, dürfen die maximal Level... Ja, eigentlich Level... Es kommt drauf an, was sie sonst noch so ausgerüstet bekommen haben. Wenn die plus 8 bekommen, also maximal Level... 60 sein mit Boni. Da muss ich beim nächsten Client, sag ich mal, drauf achten. Aber wie gesagt, da... Das ist random. Und das nehme ich jetzt auch in Kauf. Dafür starte ich nicht den Tag neu. Was passiert hier denn jetzt? Achso, das war die Singing Machine, die da irgendwen verkloppen wollte. War, glaube ich, auch der Einzige, ne, der durchgedreht ist. So viele Clocks haben wir auch nicht mehr. Dann können wir auch mal bei dem Silent Orchestra was machen. Und ich glaube, da... Ja, könnten wir rein theoretisch auch einfach Attachment machen. Möglichst hohes Ergebnis erzielen, weil dass der Clifford Counter runtergeht, interessiert uns ja dann eh nicht. Das heißt, da schicke ich einfach mal... Rank rein. Dann kriegen wir nochmal 25 Punkte, was ein bisschen doof ist, weil... Ja, ein Punkt mehr wäre besser gewesen. Können wir überhaupt irgendwas mit den 29 Punkten machen? Nein. Ich könnte nochmal auf Risky gehen und wenn es ein falsches Ergebnis ist, dann... Ja, ich glaube, das mache ich auch. Dann schicken wir hier doch nochmal mit einer Repression Victor vielleicht rein. Victor mit einer Repression.
Und wenn das Ergebnis gut wird, bei wie viel wird es denn gut, wissen wir auch noch nicht. Werden wir dann sehen. Sonst beende ich halt ganz schnell den Tag. Schauen wir mal, wie das hier läuft. Das könnte kommen werden. Wenn nicht sogar schlecht. Es ist kommen, nice. Gut, dann sagen wir trotzdem einfach mal Day 24, Workday complete. Proceed to next day. Einer ist gestorben. Hat sich nicht verhindern lassen. Das hätte jedem passieren können, den ich da überhaupt hätte reinschicken können. Dann nochmal auf in Central Command Team. Wir haben keine neuen Abnormalities bekommen. Und dann schauen wir nochmal, was wir jetzt so alles über unsere, ja, Abnormalities hier herausfinden konnten. Da über den Zug wissen wir ja schon alles. Hier müssten wir tatsächlich auch alles herausfinden können. Wir haben so viele Punkte hier gesammelt. Das sieht sehr gut aus. Ja. Und, naja, eine Waffe können wir nicht machen, aber brauchen wir auch nicht unbedingt. Das sieht sehr komisch aus, das Ding. Ist auch nicht... Es macht sehr viel weißen Schaden, aber es hat halt nur Normal Speed und sehr Short Range. Aber naja. Es ist das Dimensional Refraction Variant. Und was gibt's denn da so zu lesen? When the work result was bad, the Clifford Counter lowered. When the work took more than 40 seconds to complete, the Clifford Counter lowered. The facility and its employees will be unable to detect the abnormality in any fashion when it escapes. Therefore, the manager must manually locate it and directly order its suppression. Das erinnert mich ein bisschen an diese eine Pflanze, die wir da haben. Aber irgendwie ist das ja dann überhaupt nicht schlimm. Es ist nur immun gegen roten Schaden. Und, naja, weak gegen weißen. Nur der blaue ist tatsächlich normal. Interesting. Ist bisher keine problematische Abnormality, wie ich finde. Ja, hier. Das ist das Ding, was unten links in der Ecke ist. Es ist Aleph. Und es ist der Blue Star. Agents with Temperance Level 3. Ach so, die, ja, Guidelines hatten wir ja schon. Ja, Clifford Counter von 2. Aber ich weiß gar nicht, ja, der Clifford Counter sinkt halt irgendwie nie. Die Sachen hier sind sehr teuer. Können wir sogar noch gar nicht machen. Die Rüstung wollen wir auf jeden Fall. Die Waffe wahrscheinlich auch. Weißer Schaden, Fast Speed auf Very Long Range. Also praktisch auch eine Sniper, auch wenn die sehr merkwürdig aussieht. Aber natürlich wollen wir alle Aleph-Sachen. Das steht ja völlig außer Frage. Ja, und hier... The Silent Orchestra. Können wir noch nicht alles drüber herausfinden, aber ja, die Escape Informations brauchen wir halt noch. Dafür brauchen wir nochmal 30 Punkte. Aber da ist es halt schwierig, Punkte zu bekommen, wenn man gezwungen ist, ein normales Ergebnis zu erzielen und der Rahmen für ein normales Ergebnis auch sehr gering ist. Im Vergleich zumindest dazu, wie viele Punkte es insgesamt hat. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, Repression ist da der beste Umgangspunkt auf Level 5. Vor allen Dingen, da wir hier die Success Rate auch ein bisschen erhöhen. Aber ja. Wie gesagt, ich werde diese Abnormality ignorieren, es sei denn, sie kommt in einen Meltdown. Gut. Bei ihr könnten wir jetzt die Waffe machen. Das machen wir auch. Die bekommt irgendwer hier auch zugewiesen. Keine Ahnung, wer die bekommen könnte. Vielleicht Asuka. Was macht die überhaupt für einen Schaden? Schwarz. Ich glaube, dann bekommt sie Asuka. Asuka, du bekommst eine neue Waffe und willst auch eine neue Ausrüstung passend dazu. Du kannst nämlich auch bekommen, dann siehst du so richtig schön aus wie ein Magical Girl. Sieht irgendwie nicht so aus, als würde dir das gefallen, aber das macht nichts, das ist schon gut so. Paulinus ist... Sein Temperance Level kann ich gar nicht erkennen, aber ich glaube, das ist nicht Level 5 bei 67. Wird maximal, das wird wahrscheinlich Level 4 sein. Aber naja. Wie sieht's bei Brooke aus? Die ist Level 5 in Justice. Ja, das hätte mich auch gewundert, wenn nicht bei der Arbeit mit einer LFF-Normality. Ich weiß nicht, ob wir sonst noch jemanden haben, der da gut Repression leveln kann. Ich glaube, nee, bei ihm war es ja nicht. Bei dem Ding hier ist es alles kommen. Und Repression braucht nicht wirklich low sein. Das heißt, wenn die anderen... Also wenn wir hier oben zum Beispiel ein komplett Level 5 haben und die Justice Level 1 sind, könnten wir sie da runter schicken, einfach zu der Abnormality. Da werden die dann sehr schnell leveln und trotzdem eine gute Arbeit wahrscheinlich machen. Ich weiß gar nicht, wer da gerade noch so für in Frage kommt, aber ich glaube im Moment tatsächlich niemand.
Weil Temperance, also die sollten auf jeden Fall, wenn sie da reingehen, alles andere auf Level 5 haben. Und die müssen ja selber auch Level 5 sein. Charlotte ist auf jeden Fall auch ein Kandidat für das Safety-Team, aber die ist. Ja, die ist halt Level 60. Naja, ist kritisch. Sie könnte es machen. Quinn. Quinn wird ins. Ja, Quinn wird ins Safety-Team kommen. Und die müsste dann. Das macht, glaube ich, hier weißen Schaden, ne? Ja, die müsste dann irgendeine Ausrüstung haben, die weißen Schaden sehr reduziert. Da müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwas noch haben. Das wäre tatsächlich das hier mit 0,7, ist, glaube ich, das Beste. Die bekommst du dann ausgerüstet. Dann schauen wir, dass wir dich noch ein bisschen im Temperance und Justice leveln. Und Prudence auch. Vor allem Prudence, weil das. Ja, gut, das ist eigentlich egal, das kannst du beides da leveln. Also vor allen Dingen Justice kannst du da leveln bei dem Ding. Das sieht doch ganz gut aus. Aber ja, hier machen wir dann auch erstmal wieder Pause. Ja, und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Lobotomie Corporation. Bis dahin. Bye bye.